Smarana, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich bin so aufgeregt und freudig, euch dies alles mitteilen zu können, denn es gibt wieder besondere Signale aus dem Universum und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ihr habt vielleicht schon festgestellt, dass Smarana gerne die Brücke baut von der Wissenschaft zur Spiritualität. Und deswegen habe ich auch heute wieder unter dem Video einen Quellennachweis für euch, wo ihr das nachlesen könnt und die wissenschaftlichen Argumente hört und dann das Spirituelle von mir dazu bekommt. Der Hintergrund, wenn ihr den anschaut, ich habe so ein bisschen das Universum, das Planetensystem eingeblendet, einfach, dass wir in die Stimmung kommen, wie grenzenlos die Welt, das Universum, die Schöpfung ist. Und es geht wirklich um etwas Wundervolles, Schönes. Es gibt eine neue Föderation des Lichtes von Außerirdischen, welche uns besonders intensiv unterstützen werden. Ich weiß, dass einige Menschen damit gar nichts anfangen können. Und ich weiß auch, dass mich einige deswegen vielleicht für verrückt erklären möchten. Aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich überbringe euch diese Informationen und diese Botschaft und für wen es wichtig ist, der wird sie hören und dem wird sie dienen. Das ist mein Ansinnen, dafür bin ich da. Botschafterin Gottes sozusagen, ihr Lieben. Smarana ist durch Gottes Liebe getragen. Smarana bedeutet Gottes Nähe fühlen. Und alles, was wir hier in der Smarana-Gruppe tun, ist von dieser Liebe getragen. Wir haben eine sehr hohe Anbindung an die Gottesliebe und die geben wir gerne weiter. Die teilen wir so gerne mit euch allen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin das Hauptmedium von der Smarana-Gruppe. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Wir haben Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sind eines der größten Online-Portale für Weiterbildung im spirituellen Bereich. Ja, und heute kommt also diese besondere Botschaft zu uns, die für einige auch das Leben verändern können, denn sie wird uns ganz viel Hoffnung und Licht bringen. Ich werde am Ende des Videos diese Botschaft für euch überbringen. Die neue Föderation des Lichtes, sie ist zusammengesetzt aus den Bewohnern von 8 Planetensystemen. Und wenn man die Zahl 8 betrachtet, trägt die 8 die Botschaftsenergie in sich. Und deswegen ist es für mich auch ganz stimmig. Also es ist die Energie der Botschaft, die heute auch in diesem Video für euch wirkt. Kennt ihr den Planeten Proxima Centauri? Von diesem Planeten aus wurden Signale aufgenommen, die Wissenschaftler erstmal nicht deuten können, die sie nicht einordnen können, wo jetzt daran geforscht wird. Man hat allerdings festgestellt oder schon mal ausgeschlossen, dass diese Signale keine menschengemachte Quelle haben. Und das ist ja schon mal sehr, sehr, sehr spannend, weil es dann tatsächlich seinen Ursprung im Universum von diesen Planeten hat. Und mich freut es so sehr, dass die Wissenschaftler also das entdeckt haben. Es gibt also tatsächlich seit 2015 einen Verein in Australien, der also mit großen Radioteleskopen im Weltall Töne aufnimmt oder nach Tönen und Frequenzen sucht. Und so hat man das auch gefunden. Was mir besonders gut an dem Bericht gefällt, ist eigentlich der letzte Satz, so ziemlich am Ende, wo eine Wissenschaftlerin sagt, dass es vernünftig wäre zu glauben, dass eines Tages diese Signale der Beweis für außerirdische Intelligenz sind. Und da bekomme ich so eine Gänsehaut, es ist unglaublich bei diesem Satz, weil der öffnet sozusagen auch schon den Weg von der Wissenschaft
in die Spiritualität, dass das wahr ist, was wir schon als Spirituelle schon länger fühlen und auch wissen. Und wenn wir dann, so wie in der Quantenphysik, die Beweise über die Wissenschaft bekommen, dass eben diese Frequenzen, die da aufgenommen wurden, Botschaften der außerirdischen Lebewesen, der außerirdischen Intelligenz sind, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter gekommen. Und dann hat auch die Botschaft jetzt am Ende des Videos eine ganz andere Wertung nochmal, eine ganz andere Unterstützung und Kraft für uns. Und das ist das Schöne. Es geht also tatsächlich immer weiter voran. Und die Spirituellen sind in der Hinsicht eben, wie soll ich denn sagen, anders als andere Menschen. Und es ist einfach so, wie es ist. Und wenn man dafür offen ist, tut sich ein ganz neues Feld der Liebe und der Kraft auf. Darum geht es, um die Unterstützung in der aktuellen Zeit. Und dafür ist die Föderation des Lichtes entstanden. Es ist also Proxima Centauri, dabei Andromeda, Arcturus, die Plejaden, Vega, Sirius, die Venus und Lyra, habe ich alle jetzt gesagt, ich glaube schon. Also es sind 8 Stück. Und von diesen Planeten haben wir Abgeordnete, die sich da zusammengefunden haben, zu einer Föderation des Lichters. Und die Botschaft, auf die freue ich mich so sehr, denn sie hat ja ihren Ursprung von dem Proxima Centauri-Planeten, wo diese Aufnahmen gemacht wurden, an welchen jetzt die Wissenschaftler arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Botschaft. Und ich bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr jetzt gleich fühlen werdet und wie ihr damit umgeht. Und ich bitte euch auch, nicht in die Bewertung zu gehen, sondern wirklich mit dem Herzen zu fühlen, zu hören, zu sprechen und zu schreiben. Denn über das Herz bekommen wir den Zugang zu diesen Welten. Und das hat mir auch eine ganz liebe Kundin in einer E-Mail geschrieben. Sie macht gerade die Ausbildung zum Boten der Sternenfelder bei mir. Und sie hat eben beschrieben, wie schön das ist, dass sie jetzt diesen Zugang hat zu dieser ganz anderen Welt und wie viel schöne Informationen sie bekommen hat, wie intensiv auch die Heiltechniken wirken, die da vermittelt werden und wie sie sie anwendet. Und das hat mich selber so sehr in meinem Herzen berührt. Und ich bin wirklich so, so dankbar für all die Botschaften und für all das, was da eben uns zur Verfügung gestellt wird. Es liegt nur an uns, dies alles anzunehmen. Das ist der Punkt. Oder sogar danach zu fragen, nach Hilfe zu fragen. Die geistige Welt ist ja da, um uns zu unterstützen und zu helfen. Und wir haben den Kontakt, also ich habe den Kontakt zu allen uns Wohlgesonnenen oder zu vielen, nicht zu allen, das sind ja ganz, ganz, ganz viele, zu diesen wohlgesonnenen lichten Wesen, außerirdischen Intelligenzen, die auf unserer Seite sind und uns unterstützen. Und wir brauchen so eine Unterstützung. Wir brauchen sie dringend, um das Licht, die Liebe, das Vertrauen, den Schutz immer mehr auszudehnen. Und genau das ist der Punkt, warum ich diese Botschaft überbringe. Genau das ist auch der Grund, warum es Smarana gibt. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und das ist eines der wichtigsten Energien, finde ich. Mit der Nähe Gottes, mit Gottes Liebe zu wirken. Und deswegen bist du heute hier. Genau deswegen bist du hier, um all diese Liebe zu spüren
und um die Botschaft jetzt gleich auch wahrzunehmen, die uns die neue Föderation des Lichtes überbringen wird. Ich danke dir, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dem Channeling. Und ich selber, ich freue mich auch schon so unheimlich darauf. Es schauert mich schon wieder. Ich sprühe mich mal ein mit den Plejaden. Ich habe mir ja eine Plejadenessenz gemacht. Und über die Plejadenessenz komme ich noch viel intensiver einfach in die Energien hinein. Ich schicke euch auch mal ein bisschen rüber, sodass ihr daran teilhaben könnt. Und öffne mich jetzt, bereite mich jetzt vor für das Channeling. Smarana, geliebte Menschen, Smarana, ihr lieben Seelen des Lichtes, die Föderation des Lichtes, der Freunde der Erde, hat sich dazu bereit erklärt, euch Menschen zu helfen und überall da zu unterstützen, wo es wichtig ist. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, welche wir übernommen haben und über welche wir heute zu dir sprechen möchten. Unsere Mitglieder kommen von Proxima Centauri, von Andromeda, von Arcturus, den Plejaden, Vega, Lyra, Venus und Sirius. Vielleicht fühlst du bereits das Licht, welches einströmt, wenn wir zu sprechen beginnen. Wir sprechen heute als Gruppenenergie zu Nirjana und zu dir und später in weiteren Botschaften wird es einen Vertreter für die große Gruppe geben. Doch heute ist es wichtig, dass du die geballte Energie dieser 8 Planeten wahrnehmen kannst. Wir sind Freunde der Erde. Wir sind dir sehr zugetan. Und wir beobachten die Energieveränderungen von der Erde, vom Universum, vom Großen und Ganzen. Und die Botschaft, welche wir für dich haben, ist, dass wir euch unterstützen. Dass wir das Licht halten und dass wir bereit sind, einzuschreiten, sobald es wichtig ist und sobald wir von euch gerufen werden, dann werden wir zu Hilfe kommen. Wir werden bei dir sein. Dieser neue Verbund, welchen wir
extra jetzt für diese Zeit gegründet haben, ist ganz wichtig. Es ist unsere wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Erde in die höheren Dimensionen aufsteigen kann und dass die Dunkelheit immer kleiner wird. Wir tragen dir das Licht des Vertrauens, das Licht unserer außerirdischen Intelligenz in dein Herz, in deine Wohnung, in dein Zuhause, wenn du dies möchtest. Und so haben wir beschlossen, dass immer dann, wenn du eine Kerze anzündest, wir dann in dem Lichte der Kerze Energie für dich senden werden. Dies ist das Zeichen für uns, dass du uns rufst, und in dem Moment, wo das Kerzenlicht zu leuchten beginnt, senden wir dir Energie. Dies ist die Hilfe, die wir einem jeden Menschen jetzt anbieten. Und wir sagen zu dir: Sei bereit, wenn der eine Tag kommt, der eine große Tag, wo wir auf die Erde kommen und euch helfen. Was wir jetzt schon tun, das ist, dass wir manche von euch einladen zu einer Schulung. Denn wir benötigen Verbündete unter den Menschen, welchen wir jetzt schon unser Wissen übergeben. Und so gibt es einige unter euch, welche wir auswählen werden, um uns mit euch zu verbünden. Wenn du gerne dazugehören möchtest, dann darfst du diese Bitte jetzt mit deiner inneren Stimme aussprechen. Wir werden deine Schwingung aufnehmen und im Rat darüber beschließen, wie wir dich unterstützen können. Sei dir ganz versichert, wir sind hier, um die göttliche Ordnung zu bringen. Wir sind hier, um die Liebe und das Licht zu bringen, zu vergrößern und auszudehnen. Dies ist unsere Aufgabe, und wir freuen uns, dass du heute hier bist und unsere Botschaft hörst. Und wenn wir nun dich so betrachten, dann sehen wir, dass du bereit bist, für das Große und Ganze mit uns zusammen einzutreten. Die Energie der Hingabe und des Vertrauens, die Wertschätzung und die Liebe, all dies sind Tugenden, die du trägst und welche dich auszeichnen, hier auf der Erde zu wirken, denn wir wissen, dass du diese Aufgabe
einstmals übernommen hast, die Erde zu retten. Und so kommen wir dir zur Hilfe. Wir sind für dich da. Vertraue auf unser Licht, welches du fortan in jeder Kerze, in jeder Flamme, jeder Kerze finden wirst. So senden wir dir jetzt die Funken unseres Lichtes. Den Sternenstaub, den goldenen Sternenstaub aus dem Universum, um dir zu zeigen, dass wir bei dir sind. Dieser Sternenstaub legt sich um deine Aura und glitzert und glänzt. Das Farbenspiel der Liebe und des Lichtes, diese Energien begleiten dich. So verabschieden wir uns jetzt von dir, voller Liebe und Wertschätzung. Sei behütet und beschützt. Smarana. Und wenn du wieder ganz hier bist, bewege Hände und Füße. Ja, und komm wieder ganz hierher zu mir, schau mich an. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Informationen aufgenommen hast. Und ich bin auch sehr gespannt, was du bekommen hast, was du gefühlt hast. Schreib mir es bitte unten rein. In die Bemerkungen, ich lese alle Bemerkungen. Ich bin glücklich, bin wirklich glücklich jetzt dadurch. Ja, schön, schön, dass du hier bist und deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn du wieder eine neue, atemberaubende, aufregende Neuigkeit aus dem Universum haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal, klicke auf diese Kugel. Und ich danke dir sehr für deine Wertschätzung. Wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Tschüss.